So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Und wir hatten die Aufgabe, zum Büroleiter zurückzukehren. Und eigentlich werden wir da unten, wenn nach dem Speichern, also in der Stadt, kommen wir eigentlich immer bei diesem Büro raus, wenn wir neu starten das Spiel und laden. Also das regt mich jetzt gerade auf, dass hier irgendwo... So, die quatschen mir zu viel. Das machen wir gleich. Und dann gehen wir da rein. So. So. Hey, euch kenne ich doch. Das kommt mit mich in Kopf. Du wirst nie entkommen. So, das machen wir nochmal eben. Möge der Herr seiner Seele gnädig sein. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Unser, ich werde euch in die Schranken weisen. Der Herr steht auf meiner Seite. Okay, ich bin jetzt hier zu. Wie verschwindet man jetzt einfach? Ah, wir haben wieder. Ah, warum? Ich probiere viel zu viel aus. Okay, jetzt geht's erstmal hier wieder richtig los. Warum sind das denn hier so viele, mein Gott? Okay. Das wird nicht zu schwer werden. Hör auf, ihr könnt nicht fliehen. Oh mein Gott, das sind... Ohne Kontern bin ich total verloren. Sag ich doch. Wenn er jetzt mir jetzt noch einen Schlag hier drauf gibt, dann habe ich... Okay. Okay. Ich habe nichts. Oh. Und jetzt einen ganz dollen Schlag. Okay. Gut, und jetzt... Na, okay, hier hoch. Und da können wir nicht hoch. Das war ja mal wieder klar wie Kloßbrühe. Und du sollst da oben hochspringen. Ach ja, wir müssen ja noch mit dem Vogel hier sprechen. Tötet ihn! So, der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Oh, was ist das? Okay, die helfen uns jetzt. So wie... So, wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Da oben müsste das gewesen sein. Ja, hier, schätze ich. Na los. Sehr. Wie heißt hier eigentlich unser Typ? Warum vergesse ich sowas immer? Ich wollte jetzt Ezio sagen, aber das ist ja im zweiten Teil. Altair, so, jetzt. Okay, hier müssen wir rein. Altair, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sagt mir erst, was ihr wisst. Tamir kontrolliert den Suq al-Silah. Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händlern, Geldwechslern. Er ist der größte Kriegsgewinnler im Land. Ihr habt einen Weg gefunden, uns von der Plage zu befreien? Im Suq al-Silah wird ein Treffen stattfinden, um einen wichtigen Handel zu besprechen. Es soll das größte Geschäft sein, das Tamir jemals gemacht hat. Er wird also abgelenkt sein und dann schlage ich zu.
Euer Plan scheint mir solide. Ich erlaube euch zu gehen. Achso, wir müssen die Feder nehmen. Lasst Al-Mualems Willen geschehen. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Das ist ein sehr dreckiger Laden. Wenn ich hier rumgehe, sieht man da unten so leicht das Dingsabumster. So Staubwolken. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe es mal. Okay, jetzt sollen wir Nachforschung beendet und jetzt sollen wir ein Attentat auf eine wichtige Person starten. Okay. Ich finde das auch manchmal in diesem Spiel komisch, wenn man geht oder steht. Die Klamotten, die bewegen sich manchmal, also hier wie dieses Umhang, das bewegt sich beim Stehen manchmal so komisch, als wenn hier Windstärke 8000 herrscht. Aber wir wollen uns nicht. Aber dafür, ich glaube, das ist zu der Zeit eines der einzigen Spiele, die überhaupt so eine Kleideranimation oder wie man das auch nennen sollte, hat. Kleiderphysik oder Dingsabumster. Ich sehe schon wieder kommen. Wir müssen hier rein und gehen außen rum. Ja, höher. Alter, ihr. Kletter höher. Da muss irgendwo Aufnahme gestartet. Nein, die habe ich schon früher gestartet. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Ach, da hinten. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Ganz ehrlich, der Mann hat's verdient zu sterben. Nein, geht nicht. Nur ein Verlust für meine Kinder. Und zwei ist. Und ich bin schon mit ganz anderen fertig geworden. Aber. Gott ist auf meiner Seite. Du bist nicht gewinnt,
Okay. Hoffentlich kriegen wir gleich Koton, oder kriegen wir die Fertigkeit bald wieder zurück. Das ist keine Zeitverschwendung. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Wie habe ich den jetzt umgebracht? Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun?